Jo, hallo und herzlich willkommen zu einer Testfahrt, oder wie man so schön sagen will. Ja, Testfahrt nicht, aber wir wollen ein Achievement bei American Trucker starten, deshalb herzlich willkommen zu American Trucker Simulator. Wir wollen entweder Hafen des Himmels erreichen oder Lieferung für den Himmel. Hafen des Himmels wusste ich nicht. Ja, aber vielleicht Lieferung des Himmels. Also ich muss da ins Depot eins schicken. So, dann werde ich gleich mal kurz mit umändern. Ich sehe kurz schwarz. Ich sehe auch schwarz. Ja, ich umändere die. Vor allem mit so einer Möhre. So, ja, so eine Möhre werde ich auch gleich erwähnen. Wir wissen nicht mal, ob das richtig ist oder ob wir mit einem. Warte mal. Ich habe keine Idee. Ich würde mal so direkt im Frachtmarkt mal gucken, weißt du? Einfach mal direkt reinschauen. Sorry, wenn ich das jetzt gerade alles ein bisschen anders mache, als ich gerade wollte. Gibt es überhaupt eine Lieferung für dafür? Ich sehe hier okay, naja. Eine davon weg. Wow. Es gibt eine Lieferung dahin. Von Camp Verde. Ja, aber ich bin ja sonst irgendwo. Ja, ich muss erstmal nach Dutzend fahren. Wo ist denn die? Bis ich da bin, ist er vorbei. Na, das ist doch nicht, oder? Warte, du musst ja bedenken, das ist Spielzeit. Ja. Und ich habe noch 3 Stunden Zeit und meine Fahrstrecke beträgt 7 Stunden, also. Ja, okay. Okay, dann gehen wir halt auf die, was ich halt dachte. Geh zu Stop to Go. Wenn die Strecke noch da ist, wenn nicht, muss ich mir eine neue suchen. Das wäre ja so frustrierend. Hier oben ist er. Die fahre ich jetzt. 11 Stunden! Das ist ein anderer Truck, ne? Mit einer lahmen Kröte. Du darfst aber nicht nur gucken, dass es die Firma ist, ne? Du musst auch gucken, ob nach Albu irgendwas geht. Ja, ja, ging's ja. Zu diesem Frachtding. Da gibt's nur eine Lieferung, die da hingeht. Also sozusagen nur ein Logo. Und das sind diese 2 Unternehmen. Jo, geht eigentlich. Der kommt schon relativ aus dem Knick, wenn man einmal wollen ist, geht das. Und ich habe auch so einen Kasten, wie du sagst. Also das könnte richtig sein. Und wenn ich Glück habe, habe ich sogar noch ein Achievement. Aber nur wenn ich Glück habe. Zwar, ich glaube nicht mehr so richtig an Glück hier heute, aber egal. Wir versuchen ja schon seit wie lange jetzt schon das Achievement zu finden? Naja, so richtig danach probieren muss heute. Ja, wie lange schon? 2 Stunden ist es schon, ne? Ja. Seit um 9 ungefähr. Und wir haben es jetzt nicht. Nochmal mal in die Hand. Wir haben es jetzt um 11. Ach, Scheiße. Also, nein! Also 2 Stunden etwa. 3. Ja, 2, ja. Das ist nicht so einfach wie in dem Stream, was ich gemacht habe. Ich hatte das Achievement ja instant. Ich hatte ja nur eine Tour da in die Ecke gesucht. Dass ich da nicht sinnlos hinfahre. Jetzt fahre ich aber mit einer Lieferung schon von Haus aus dahin. Manche Achievement kriegt man ja auch, wenn man ja die Stop to Go macht. Also die Schnellfrachten. Ja, manche Achievements kriegst du ja so. Ja, manche ja, aber ob es bei der auch so ist. Ja, weil ich das eben schon geliefert habe und nicht jeder Achievement Errungenschaft sowieso. Ja, ich bin eher da, wenn es überhaupt dahin.
Das musst du mal sauber machen. Weißt du? Ja, vor allem jetzt so kompliziert, Trucker MP mehr zu installieren. Vor allem haben wir keinen Truck, den wir dafür nutzen können. Boah, 116. Im Gegensatz, ja gut, 120. Ja, die Kiste geht schon ein bisschen ab. Wenn du immer ins Rollen kommst, klappt das. Ja, ich war 141, trotzdem sieht das so lahm aus. Ja, du kannst das ja mal mit 200 über den Stand streiten, ne? Ui. Hast du bisher noch nie eine Fahrt zu spät angefangen. Das sagst du zu mir, das sieht langsam aus. Du fährst ziemlich schnell, Alter. Ich hoffe mal, das ist jetzt nicht zu laut. Das schon. Fummel da jetzt nicht dran rum. Ich glaube, ich hab's gefallen. Ernsthaft? Doch, ich hab das dann nicht. Das ist dumm, aber man muss es nicht erkennen, ne? Ja, man könnte ja ranzoomen, um es richtig zu kriegen, ne? Fällt mir auch jetzt noch ein. Ich konnte nicht ranzoomen. So, nee. Okay. Ich fahre einem das daneben. Es liegt an mir, ob es richtig ist oder nicht. Na, wenn nicht, dann habe ich halt eine PL-Folge und trotzdem eine Folge für euch. Und das mal relativ langsam diesmal und nicht so schnell wie sonst. Er hat's kaputt gemacht. Und fackel, fackel. Fuck, bin ich müde. Meine Fresse. Also wenn mich irgendein anderer YouTuber hört, der nur sich kaputt lacht darüber, dann soll der mal bitte ein Tutorial machen, wie man diese Achievement schafft. Mit An- und Abgabe. Genau, mit An- und Abgabe und am besten noch mit Anfahrt zur Annahme. Damit man ganz genau nachvollziehen kann, wo es ist. Wir würden uns über solche Kleinigkeiten echt mega freuen. Das ist, weiß Gott, nicht viel. Also, ich weiß, ich bin nicht der einzige American Trucker Spieler in Deutschland. Und ich spiele auch bloß American Trucker, weil eure Trucker einfach so scheiße ist. Da kannst du ja selbst sogar einen Hänger verlieren. Wenn du zu schnell über der Kante fährst, hast du einen Hänger verloren. Scheiße. So. 9 Stunden, na klasse. Aber okay, muss die ganze Nacht daran hängen. Und ja, so wie ich mitgekriegt habe, hast du morgen wieder was vor. Ich? Ruf morgen früh an, ich bin morgen früh schon wach, wenn du an. Okay, na die gute Oma. Ich denke, wir haben schon gleich in der Schule vorbei. Finde ich gut. Das hätte ich von meiner Oma nicht verlangt. Die hätte mich auch gar nicht rausgeschmissen und hätte mir noch in der Stinkefinger gezeigt und hätte mir noch in die Nüsse gelatscht. So. Das wäre meine Oma. Jetzt glaube ich 115 oder 106. Keine Ahnung, wie alt die alte ist. Buggy. Das dürft mich nicht.
ja, da hab ich auch eine coole Story von meiner Oma, meiner Mutter. Meine blöde Oma, die sagt zu mir, so eiskalt, bei mir gibt's heute Spaghetti Bolognese und seitdem war das mein Lieblingsessen. Und hat aber klipp und klar noch dazu gesagt, dass ich nicht eingeplant sei. Ne? Und meine Mutter sagt einfach nur eiskalt dazu, weißt du was, lass die dumme Kuh da stehen. Wir gehen jetzt ins Restaurant, holen uns da unsere Spaghetti Bolognese und einen leckeren Eisbecher hinterher. Eiskalt, weißt du, weil meine Mutter hat das gesagt. Wir sind auch dann ins Restaurant gefahren. Spaghetti Bolognese verbacken mit Käse und riesen Eisbecher dazu. Und hab da auch noch mit meinem Handy ein Foto gemacht, hab das auch noch meiner Oma gezeigt und hab da gesagt, dich blöde Kuh brauche ich nicht, um mir reißen zu können. Eiskalt. Was hast du denn dazu? Ah, ja. Das ist aber dann schon mies, ne? Wenn man schon das Lieblingsessen unter der Nase gehalten kriegt und dann darf man es aber nicht mehr essen. Gut, meine Mutter ist eigentlich eine dumme Kuh vom Feinsten, ne? Aber manche Sachen finde ich echt cool, wie sie drauf war. Besonders, wenn sie den Schrapp gekriegt hat und Kuscheltiere zum Sprechen gebracht hat. Das fand ich immer am coolsten. Hat man sich immer kaputt gelacht dafür. Was hast du denn jetzt gefunden? Ja. Ja, du verwöhntest genau mit 10.000 PS. Na, moin, ich hab jetzt noch eine 2.000 PS. Ja. Also, 100 Euro was. Was? Ja, ich hab eine 1.200 PS. Oder so. Das ist aber auch nicht gerade viel. Man bedenkt, dass ich ja mit 34 lang dümpelte, wenn ich mit 100 lang dümpeln könnte. Ja, mit 200. Ja, geil. Das macht man nicht alles für YouTube, wa? Hätten wir die Mods, würde es das gar nicht geben. Wow, ich hab schon das Schild Phoenix. Oder na, wo bin ich mal auch schon? Das wird wieder meine XXL heute. So geht man mit der Polende um. Schön in den LKW reinpacken oder Bus oder wie auch immer. Oder? Wir haben ja eigentlich das Geld, ne? Und ja, ich hab schon noch fast 9 Mille zusammen. Wieso nehmen wir nicht einfach die Fracht an und scrollen dann so lange rein, bis wir die richtige Fracht haben, haben wir den falschen Preis mal haben. Kannst du ja gerne machen, aber ich gebe auf euch. Ja, komm her, in der nächsten Folge machen. Nimm irgendeine andere an. So lange. Machen wir in der nächsten Folge. Okay. Und jetzt fahre ich erstmal hier zu Ende. Ich bin der Meinung, ich bin auch falsch. Ich werde jetzt gerne mit der Karte gucken, wenn ich es geschafft habe, wieder den Berg hochzukommen. Fahren wir auf den Standstreifen so ein bisschen drauf und gehen mal. Okay, das mit dem Achievement wird gut. Okay, jetzt hab ich eine rote Falsche geschaltet. Ich würde mich direkt hier, die fährt dran vorbei. Bist du sicher, dass die dich da vorhält? Hier ist es. Wo bin ich denn? Ja, gut, ich könnte ja mal gucken, ob ich es hinkriege. Wenn es jetzt nicht klappt, dann habe ich halt Pech. Lieferung abbrechen. Ja, bitte. Ja, komm mal. Wie wir abgehen. Könnt ihr ja als Zuschauer mal in der Ding schreiben. Gucken wir mal, wer geht's denn? Ja, ja, geil. Aber wir haben doch unsere Mats, wo wir das mit einer Tour wieder raus haben. Thank you.
Nope, dann setz dich hin, fahr deine... Oh. Medikation, Kinder, denkt dran, sie sind wichtig, wenn das überschrieben wird. Wenn die ein Schweinegeld kosten. Aber egal. Das zahlt keine Kasse, das ist ja das Geile. Und ich bin Lumber. Oh, ja. Wenn sie helfen, dann helfen sie. Und dann gleich noch. Merkst ja. Selber. Ich sitze nicht mehr stundenlang auf dem Klo. Ja, das ist bei vielen Folgen, die ich gemacht habe. Nee, Folgen. Achso, das stimmt, da lag ja YouTube ja noch brach, ne, bei mir. Aber ich hab's ja gemerkt, ich hatte fast nur noch alleine in Minecraft oder irgendwelche anderen Spiele. Das war der Schubfuß, Digga. Ach komm jetzt, komm on, gib mir ein Tor. Ah, hier habe ich was. Autoteile, Maschinenteile, jawoll. Oh, das sind zwei lange Schrecken, Alter. Und zwei lahme Buden. Such mit deinem LKW. Meinst du? Ach, we must never stop the way. Nee, du kannst nicht von da aus gehen. Weil du fährst nicht von Albuquerque quer nach dahin. Doch. Ich hab's doch schon gehabt von Las Vegas nach Las Vegas. Das ist berühmte Roscoe. Die wollen mich blicken. Ich glaube, den Achievement ist so deutlich. Ja. Naja. Jetzt fahren wir halt noch schnell das Stop to Go. Spur eine kurze und dann ist gut. Oder? Gucken wir schnell die PS-Schleuder. Was glaubst du auf Stop to Go? Ah, hier diese Schnellfach da. Ja, just for time, meine ich. Ja, das tut mir schon. Den dummen Besucher kann man auch mal noch was lenken. Jetzt aber die drei. Da bin ich dabei, die fahren morgen gut. Vor allen Dingen habe ich hier Bock mit meinem eigenen Truck zu fahren, da ich irgendwie keinen Ton mehr habe bei meinem Truck. Da verdienen wir aber auch einen Haufen Kohle. Man sieht ja noch, was man da stellt. Ach ja, stimmt, das ist ja die erste Firma, wo ich versucht habe, Rückdateien zu packen, wo ich verzweifelt bin. Wurde auch schwer, es mit irgendwelchen LKWs rauszukommen. Oh ja, das ist ein schönes Fahren im Gegensatz zu den anderen Brüdern. Ich bereue es mal gar nicht, die Strecke abgebrochen zu haben. War eh der falsche. Also was soll's. Wir haben auf alle Fälle vor, eine reine Achievement-Jagd zu machen. Also eine Folgenreihe bei Margaret Walker mit reiner Achievement-Jagd.
die ganzen einzelnen Errungenschaften sich zu holen. Problem ist einfach nur, wir müssen erstmal gucken, dass wir uns ja die Grundmods auch reinmachen. Ich meine Plus und so, also die Mods, die ich jetzt drin habe, müssen wir auch rein. Und dann kann es lohnen. Wir haben auch einen komplett neuen Account, also ich spiele auf komplett einen neuen Account. Ich habe ja leider nur 3. Den dritten spiele ich gerade, weil mein Steam-Link mir meinen anderen Account versaut hat. Das ist total aufregend. Was ist jetzt los? Konzentration gleich 0 oder was? Das ist gerade nicht früh oder Mittag? Nee, das ist früh. Ich meine, du hast nicht an. Aber irgendwie fehlt. Willst du gucken, was ich da drin habe, der Kenner hat? Brauchst du da dich nicht anmelden, da ist unten mal locker. Guck du lieber da auf deine Fresse. So. Oh Gott, ein komplett neues Einrichtungsgerät. Wir haben eine Mieter abgeführt. Überall eine Mieter. Naja, wenn ich meine Mutter mal gemacht hätte. Da würde nicht alles verquälen bei mir. Ich kann einige Minuten dauern. Windows 10 halt, ne? Aus einigen Momenten werden einige Jahre. Aus einigen Jahren werden einige Jahrtausende. Schalten Sie den PC nicht aus, als ob ich das machen würde. Ja, das ist die schlauste Anzeige, die man jemals machen kann, ne? Es kann einige Minuten dauern. Schalten Sie den PC nicht aus, ich habe noch gerade das eingeschaltet. Doof. Aber ich muss auch ehrlich sagen, selber, ich habe ja auch Windows 10. Alter, oh Gott, das war bei, auf der 8. läuft ja gar nichts mehr bei mir. Ich bin notgezwungen auf 10 umgestiegen, weil bei mir der App Store nicht mehr funktioniert. Warum immer? Naja, jetzt habe ich die scheiß Zähne drauf und ich krieg bald einen Kasper mit dem Scheiß. Nichts funktioniert richtig. Meine Grafikkarte ist am Dauerlimit. Und das ist schon bei so simplen Spiel wie ATS. Ja, so simpel ist das nicht. Du musst immer auf die Grafik gucken. Ja. Es wird dauerhaft Neues geladen, weil du dauerhaft am Fahren bist. Mhm. Es ist klar, dass die beansprucht wird. Du musst dir nur bedenken, ne? Ja. Ja, hat man das nicht vorhin jetzt? Ja, brav, wie du was haben willst. Ich beantworte es dir in der Sendung. Mehr mit Spracheingabe ausführen? Nein. Stand auf? Nein. Ja. Ja, lohnt das dann gleich, oder? Nein. Ich kann einfach. Aber es gar nicht. Hab ich mich da auch mal. Die machen eh nichts, die Penner. Freiheit und Eingabe erkennen. Ja. Mit Hilfe von Diagnosen werden angepasste Erfahrungen. Ja. Apps, Werbe-ID, Verwendung. Ja. Das wisst ihr, wie ihr euren 9-10 einstellt. Das ist am besten für euch. Auf andere Art und Weise, da schmiert die Bude in der Natur. Warum habe ich das Update noch nicht? Ja. Und das Menü wurde wieder zurückgesetzt. Oh, ich hab's geahnt, Fester. Und die Affen haben sie wirklich noch gemacht. Oh Gott. Das
wenn man jetzt Windows 10 sich irgendwo herzieht, es ist ja egal, woher man sich letztendlich holt. Ob es nur legal, illegal ist, ist egal, solange jemand kehrt, ist eh alles gut, dann lässt sich Microsoft sowieso in Ruhe. Und du hast eine Version, meinst du, von der Zeit her, die das Menü so wunderbar aufräumt und nicht so all hier übereinander ballert. Und dann kommt so ein verficktes Update von Microsoft und macht es wieder zunichte. Das ist so assi. Warum die so oft das Menü verändern, das denkt mir um. Oder? Ja. Wieso die überhaupt Updates machen? Ja. Ich finde da keine Verbesserung, eher eine Verschlechterung. Das ist das, dass die, wenn die irgendwann mal Windows 11 rausbringt. Oder es scheint Windows 2. Die gehen ja jetzt wieder, glaube ich, auf Zahlen. Ich glaube, Windows 2020, glaube ich, wird das nächste, glaube ich, werden. Verbessern die das sowieso nichts. Das ist ja das. Und wenn die das Betriebssystem rausbringen, dann ist eine Kackmöhre so lahm, dass du gezwungen bist, das neue zu installieren. Weil dann gar nichts mehr geht. Und wenn du Pech hast durch das neue Betriebssystem, ist das so schlimm, dass du gleich einen neuen Computer brauchst. Was will Microsoft mehr, als wenn du einen neuen Computer kaufst? Also wenn die Kassen klingeln. Besonders dadurch, dass das Windows 10 sich ja jeder kostenlos ziehen kann noch. Das ist ja das. Da gibt es so ein kleines schickes Programm, das gibt es sogar bei Microsoft zu downloaden. Windows 10 Updater. Da kannst du mit Windows 8 oder Windows 7 die Windows 10 updaten. Und das jetzt noch, obwohl es gar nicht mehr zum Download zur Verfügung steht. Seid natürlich so schlau wie ich zum Beispiel und holt euch ein Windows 8. Nee, Windows 7. Macht doch gerne Computer Windows 7, den ihr auf 10 habt, dann habt ihr vorhin Windows 10 geht, wie immer eine bessere PC. Oder zum Verticken oder was weiß ich was. Ihr dann vorhabt. Oder? Ja, ich habe ja die Case ja auf die Platte gespeichert. Also wenn ich es aber brauche, kann ich es mit sehen. Ich hab's geschafft, ich bin da. So, komm mal. Als würde ich jetzt Eingabe drücken, ja. Okay, das ist nicht. Vorwärts krieg ich mit einem Zug rein, weißt du? Rückwärts, ja. Guck's dich an. Welches Level bist du? 35. Und du warum mich beschweren? Kann nichts dafür. Naja, du nimmst immer die Langstrecke. Und parkst rückwärts ein, was ich nicht mache. Nein. Seit gestern habe ich nicht einmal rückwärts eingeparkt. Was? Ja, extra wegen dir. Du rückwärts parkst, Talent parkst nicht rückwärts ein. Nein. Mein Gott, nein. Da habe ich für dich eine Verbesserung. Park weiter rückwärts ein, aber first. Ne? Also ein Cockpit raus. Basti kann's. Ja, schön für Basti, ich nicht. Der macht das sogar richtig gut mit einem Zug. Ist er da drin, aber geht gar nicht. Ah ja, das war jetzt Na, Probe geht nicht so heftig auf wie deiner. Ja, du kriegst irgendwie auch nicht so viele XP wie ich. Das ist das Rückwärtsparken. Ich würde, wenn ich rückwärts parke, auch so viel Geld kriegen. Denk, wie scheiße ich angefangen habe hier. Ganz langsam. Hier geht gar nichts. Das hat ja 0 XP erreicht. Und dann mit Einschlafen. Hochwärts. Mit Einschlag klappt's, ne? Vom Profi zur Ausbilder. Und über Ausbildung bin ich jetzt schon weg. Geil. Meine Garage muss ich noch machen. Ich habe up to date 3 Garagen, die leer sind. Und die anderen wollte ich alle updaten. Ne? Genug Kohle habe ich ja jetzt. Kann losgehen.
Aber das mache ich nicht heute, das mache ich mal auf Stream und zeige das in der nächsten Folge, die ich danach aufnehmen werde. Ich sage jetzt nur vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge Achievement Jagd bei American Trucker Simulator. Und ciao. Und tschüss.